Frag es nicht. Nicht fragen, nein. Einfach nicht fragen. Ruhig. Bitte. Da, nein. Denk gar nicht dran, irgendwas zu sagen. Einfach nicht dran denken. Nein. Nein. Ruhe. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich müsste sogar schon ein paar 10 sein. Von Minecraft-iverse. Ja, heute mit Rage Mode. PvP mit Turtle EP wird in einem der nächsten Parts fortgesetzt. Heute ist erstmal Rage Mode dran. Komm, den. Yes, den haben wir. Ja, schade, den Feuereingang. Ein wenig den Schauseiser machen. Und dann beginne ich erstmal direkt damit ein bisschen mit euch zu reden, beziehungsweise für euch zu reden. Denn ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen. Wonach sieht aus? Natürlich nach einem neuen Aufnahmeprogramm. Und das ist auch so, da habt ihr auch recht. Denn, wie ihr im letzten Part ja gesehen habt, war OBS jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und ich habe ja damals, zum Beispiel zu Zeiten von Minecraft Cube Survival, zum Beispiel, vermisst, ja, habe ich nicht gesehen, habe ich ja auch zum Beispiel schon mit Hypercam aufgenommen. Und das mache ich jetzt wieder. Und ja, es gibt einen entscheidenden Nachteil, den ich jetzt auf die Schnelle nicht beheben. Also ich hätte ihn beheben können, doch ich wollte erstmal, dass überhaupt ein Video auf dem Kanal wiederkommt, weil wenn ich euch schon hier die ganze Zeit mit der Homepage hinhalten muss, dann will ich euch nicht auch noch hier Videos vorenthalten. Und zwar ist der Nachteil, dass hier einfach kein Systemsound aufgenommen wird. Da alles, was ihr jetzt hört, ist das, was mein Mikro. Okay, jetzt nicht so rumlängen hier. Was mein Mikrofon über die Boxen aufnimmt. Und da werdet ihr es auch wahrscheinlich dann deswegen keine so gute Qualität haben. Aber erstmal, wie gesagt, wollte ich überhaupt mal ein Video rausbringen. Und heute ist das eben Rage Mode. Habe ich den nicht direkt getroffen? Schade. Ah, jetzt ist er aber weg. Die wollte ich gar nicht werfen. Jetzt hat er es schon gemacht. Welcher Platz sind wir eigentlich? Wir sind Platz. Also wir sind irgendwie in der Mitte. Bei 4 Punkten, bei 4 Kills. Ja, und wenn ihr die Frage jetzt aufwerft, wahrscheinlich, wann gibt es denn überhaupt dann mal wieder Einheitlichkeit bei sowas? Bei Aufnahmeprogrammen, bei überhaupt mal wieder allem. Dann sage ich, die Frage ist berechtigt, denn ich stelle mir die Frage selbst. Denn ich kann es nicht wirklich sagen. Nein, komm wieder. So, der ist auch weg. So, der ist auch weg. Jetzt geht es hier ein bisschen rund. Ne, ich stelle mir die Frage wirklich selbst auch, weil ich weiß nicht, wann ich mal wirklich wieder eine Lösung finde, die dann auch wirklich hält, weil das ist wirklich nur eine Notlösung mit Hypercam. Und sollte sich so ergeben, dass ich wirklich damit aufnehmen muss, dann werde ich auch noch eine Lösung für das Soundproblem finden, dann irgendwie mit Audacity oder so schauen, dass ich damit den Sound dann aufnehme und dann getrennte Tonspuren verwende, um wirklich, um dann gute Qualität meiner Videos zu bieten. Naja, wollen wir uns aber erstmal wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Bisher läuft es ja recht gut, also ich kann eigentlich Rage Mode nicht wirklich und habe mich schon gedacht, könnte schwer werden, hier was zu reißen, aber
Dafür bin ich dann doch momentan Dritter und da bin ich doch ganz zufrieden mit. Komm weg mit dir. Schade. Lebe wohl. Ja, das ist ein tolles Achievement. Und wahrscheinlich gar nicht erreichen will. Das soll ich mal jemand mit der Axt zu töten. Darauf habe ich Lust, das zu versuchen. Ja, schade. Da muss man schon jemanden am besten überraschen oder so mit so einer Axt. Nemesis Kill. Zum Beispiel den hier. Nein, der hat nicht überrascht. Ich dachte nicht, dass der andere sich schnell stirbt. Was haben wir hier eigentlich? Shop. Gott, das ist erst direkt, das kenne ich alles gar nicht. Rüstung. Okay. Ah, Shopping. Ich wusste gar nicht, dass man hier überhaupt was kaufen kann. Um ehrlich zu sein. Ah, schade. Es kamen hier die beiden. War immer noch Dritter und das ist. Versuche ich mal zumindest zu halten hier. So. Ja, es war da noch einer, aber ich habe den mit der Axt gekillt. Das macht mir Freude. Wir machen noch ein bisschen Abstand. Der zweite Platz hat 10 Punkte. Wir haben 14. Das kann sich schnell ändern, wenn ich jetzt keinen Gegner hier finde. Da vorne ist aber einer. Das hier von hinten. Jetzt weg ist er. Mit angespanntem Boden kann man einfach nicht gut laufen, das ist das Problem. Naja, gut. Wollen wir mal schauen, wenn wir hier noch so finden. Natürlich habe ich nicht auf die Uhr geschaut, denn Hypercam hat keine Timer, der anzeigt, wie lange man schon aufnimmt. Das ist immer praktisch, dann kann man sehen, ja. Und es hat nicht gesehen. Schade. Hätte sein können, dass er mich nicht gesehen hat. Oh, jetzt mal. Und? Ja gut, dann. Ah, er hat gewonnen. GG. Wir sind zweiter Platz sogar. Das ist aufgrund des Namens, muss man fairerweise sagen. Denn wir teilen uns den zweiten Platz mit Erik Baum. Nur aufgrund des Namens ist es immer so, dass ich dann davor angezeigt werde. Und ich weiß noch nicht, wie lange ich ihn aufnehme, aber die zweite Runde ist auf jeden Fall drin. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wie immer um diese Uhrzeit, gerade 20 nach 11 an einem Dienstag, ist es schwer, dass man mal irgendwie genug Leute in so eine Runde bekommt. Aber mit ein bisschen Geduld geht das. Und ihr müsst das ja eh nicht mitbekommen, denn wie immer schneide ich sowas natürlich raus. Ja. Auch logisch. Wie langweilig wäre das denn, wenn man das ganze Gewachte mit reinschneiden würde. Aber manchmal habe ich echt das Gefühl, es liegt irgendwie an der Hitze. Boah, das war schlecht. Das war schlecht. Das war echt schlecht. Ja, es liegt an der Hitze. Nicht, dass die Leute nicht da sind. Nee, das liegt an der Uhrzeit. Sondern, dass die Technik steigt. Denn immer irgendwie, wenn es an den Sommer rangeht, habe ich das Gefühl, kommt die Technik mit der Hitze nicht klar. Ich weiß auch nicht. Ich meine, wir haben noch Frühling, aber es ist ja schon recht heiß momentan für die Jahreszeit. Ist aber hier nicht letzte Runde so gut, ist hier nicht so sich blamieren bitte. Das Wetter ist so gut, es ist warm, aber es liegt ja wohl kaum daran, dass das Aufnahmeprogramm daran liegt ja wohl kaum, dass das Aufnahmeprogramm nicht funktioniert. Oh, was ist das für ein schwer, also mit einem Schlag ich mal weg hier, mal so mit einem Bogen weg, ja, wenn man richtig trifft. Okay, getötet. Der ist weg. Aber habe ich denn auch gerade eben so nah an mich rankommen lassen? Das ist ja unglaublich. Es darf nicht sein. Solche Fehler dürfen nicht passieren. Oh. Immer mit den Äxten. Ich glaube, ich sollte mal auch mit der Axt rangehen. Macht immer Spaß, so jemanden mit der Axt zu töten. Ein bisschen mehr Herausforderung. Außerdem kann man, wenn man um die Ecke rennt, und gut trifft, dann auch jemand töten. Oder er tötet einen. Oh mein Gott, letzter Platz. Ja, das war. Das wollen wir aber nicht so stehen lassen. Das können wir auch nicht so stehen lassen. Schade, ich habe ja schon den zweiten auf Sonnenwerfer leider schon despawned.
war daneben, das ist so eine Entfernung. Ah, Mist. Ah, vorletzter. Aber auch nur aufgrund des Namens. Also, da war die letzte Runde eindeutig besser. Ist auch besser gestartet. Aber noch ist nichts entschieden. Wer ist aber auch echt verzwickt. Ich bin auch nicht auf Rage Mode, deswegen kenne ich die Maps auch nicht wirklich. Ist einfach mal genommen, wo gerade eben viele Spieler drin waren. In der Hoffnung, dass auch jetzt wieder viele Spieler hier reinkommen, damit wir überhaupt mal eine Runde voll kriegen. Hey. Also, da muss ich echt sagen, das ist nicht so schön, was hier abläuft. Weg mit dir, oh Mann. Aber vorletzter. Das will schon was heißen hier. Komm, weg mit dir und... Ja. War das gerade eben, der mich hier abgeschossen hat? Weg mit dem, so. Jetzt wollen wir nochmal hier ein bisschen wieder Punkte aufbauen. Das ist immer nur ein Punkt Unterschied für einen Platz momentan. So in dem mittleren Bereich. 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Und ich treffe ihn einfach nicht. Oh, jetzt. Jetzt leck hier nicht rum, danke. Ey, ich möchte nicht zurückgebackt werden. Bitte nicht. Ist immer schlecht fürs... Hallo? Schlecht fürs Spiel. Sehr schlecht sogar. Vor allem wenn man... Hallo? Ey, jetzt wirklich hier. Das reicht aber mit dem Rumgelege hier. Komm doch. So, habe ich ihn noch. Er hat mich zwar noch, aber wir sind schon mal nicht mehr letzter. Das ist ja schnell gegangen. Ja, bei Rage Mode geht's echt schnell. Yes. Der ist schon mal weg. Der Axt des Grauens. Wie immer die heißt. Ich nenne die jetzt einfach Axt des Grauens. Der kann auch von jeder Seite wirklich jemand kommen. Echt fies hier drin. In der Map. Beispiel da oder so. Ja, von hinter mir. Von jeder Seite kann jemand kommen. Deswegen gehe ich mir raus. Deswegen mag ich so Ecken hier. Immer ganz praktisch, um dann einfach... Ah, er hat eine Rüstung nicht gekauft. Oh nö. Von wo kam die denn jetzt? Die kam auf jeden Fall nicht von dem, den ich gerade versucht habe abzuschießen. Die kam von jemand anderem. Aber wie gesagt, das meine ich ja. Von jeder Seite. Von oben, von unten, von der Seite. Immer kann jemand kommen. Diese Explosionen machen einen echt fertig. Und jetzt lag ich schon wieder. Vielleicht mal eine Rüstung holen für die letzten zwei Leben hier. Also zwei Herzen meine ich. Die zwei Leben. Und hoffe ich einfach mal, dass ich nicht mehr lagge hier. Ist da jemand? Nein. Da ist keiner mehr. Alle schon weg. So. Der kommt weg. Ah. Gerne von hinten. Oh, wir sind schon wieder vorletzter. Wie schnell ist das Ding? Nein, hat immer noch 0. Unglaublich. Beziehungsweise, das heißt immer noch 0. Man sinkt ja auch wieder ab, wenn man getötet wird. So ist es ja nicht. So, wurde ich gar nicht getötet. Dann waren die anderen einfach zu gut. Oder ich zu schlecht. Das ist immer die Frage. Man kann es natürlich auch... Oh ne, jetzt lag ich bitte. Nicht. Ja doch. Jetzt nicht laggen hier. What? Was geht denn hier ab? Hier. Ey, dann kann ich mich wieder bewegen. Das ist aber nett. Danke, liebes Spiel, dass ich mich bewegen kann. Das ist ja eine Wohltat, sich bewegen zu dürfen hier. Komm, dann machen wir das eben noch. Rüstung kaufen. Ich habe nicht genug Emeralds. Achso. Das sind die Emeralds. Aber das wäre alles kostenlos. Nein, das wäre natürlich. Na, die war auf dem Boden, die Axt vorher. Das gilt nicht hier, es gilt nicht. Das darf nicht wahr sein.
Noch mehr Emeralds, ich brauche eine Rüstung. Ah, ab 25 Punkte hat man ja gewonnen und der. Wie? Zomba ist gerade schon gut dabei. Würde ich mal sagen. Kann ich die Eckachse auch noch aufsammeln? Nein, natürlich nicht. Aber der ist weg. Und der da oben ist gleich auch noch weg. Hoffe ich doch mal. Der hier ist weg. Nein, der ist nicht weg. Schade. Aber wir sind momentan drittletzter. Wir haben auch ein bisschen Vorsprung zum vorletzten. Aber der verringert sich gerade extrem. Ich muss mal ein bisschen Somber hier ein bisschen drauf gehen, damit der mal hier wegkommt. Schade. Oh, gerade wo ich den töten wollte. Muss das sein? Mit dem los. Einmal nur noch der Bogen zu sehen. Komm. Nein, dann habe ich zumindest. Wie viel Emeralds kostet denn so eine Rüstung? 10 Emeralds. Okay, gut. Wollen wir ein bisschen sparen, ne? Im gleichen Moment getötet. Und noch ein Emerald, dann bin ich. Und jetzt hat der letzte genau. Ich nehme den vorletzte und der letzte hat genauso viele Punkte. Den braucht man sich gar nicht gut anlegen, der. Wenn es so weitergeht, dann bin ich eher weg, als dass der weg ist. Aber wir machen das jetzt wieder hier. Ach, das ist Zomba. Wird auch Sinn machen, der sieht wie ein Zombie aus. Oh, und wir sind letzter. Das ist mal was ganz Neues. Unglaublich. Ja. Dann kann man es nicht auf alles schieben. Die Map ist schuld, die Hitze ist schuld. Aber ich glaube, ich bin schuld. Wenn jetzt hier rauskommt, komm, die. Komm, die Combat Axe, komm, das schaffen wir doch. Ja, der ist weg. So muss das laufen hier. Ich hab Geld für eine Rüstung. Super. Bringt mir aber nichts. Wenn ich jetzt hier gleich getötet werde, ich habe in die Ecke gegangen. Jetzt war das nicht schlau. Ich bin hier raus aus der Ecke. Naja. Wir haben es ja noch gut gemacht. Und schon wieder nicht letzter. Ja, das ändert sich hier echt schnell. Oh, ich hasse die Äxte. Außer wenn ich sie selbst werfe, dann macht sie Spaß. Habe ich direkt 3 Punkte dafür abgezogen bekommen? Meine Güte. Ich wusste nicht, dass Äxte so viel Punkte abziehen. Müssen wir den Zombie mal mit einer Axt hier abschießen. Dann mit der hier nicht ein paar Sekündchen, ein paar Kills das Teil hier dicht macht. Ach, hier ist. Boah, das wäre auch schlau. Barrieren. Überall hier nur die Vision, dann hört man immer, wo es lang geht. Immer, wo die Musik gerade spielt. Hier spielt nämlich die Musik, das war natürlich sehr schlau hier mit einer Axt dran zu gehen. Das war spitzenmäßige Taktik. Da wäre kein anderer aufgekommen, weil sie so doof ist. Nein, auch noch daneben. Boah, wie schlecht kann man sein? Schaut euch die erste Runde an, wenn ihr gerade mal irgendwie durchgespielt habt, die verbessert. Verspreche ich euch. Vielleicht nicht gut, aber besser als diese hier. Allemal. Jetzt am letzten Platz zu hängen, ist schon sehr armselig. Aber irgendwer muss ja den letzten Platz bilden. Sehen wir es mal so. Und wir müssen doch den letzten Platz bilden, sonst gibt es ja keine weiteren Plätze. Diesmal bin ich das halt. Warum nicht? Aber 8 Punkte. Ja. Oh. Der hat mich. Und. Ja, Somba hat gewonnen. Auf jeden Fall ein Good Game war das, würde ich sagen. Und. Ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, wie lang die Aufnahme ist. Von daher werde ich jetzt mal für diesen Part sagen, das war's. Und ihr seht hier überall 0, 0, 0, 0, 0. Oh, hier sind sogar 6 drin.
Na komm. Wenn es hier gerade schon 6 drin sind, dann machen wir doch noch die Runde. War eine etwas längere. Für die letzten Parts, die immer irgendwie so durcheinander waren und so, dann heute mal einfach einen etwas längeren Part. Mache ich euch dann hier. Ja, es kann auch sein, nämlich gleich, dass ich das gleich irgendwann klingelt das Telefon, dann muss ich auch noch weg. Weshalb ich jetzt mir gedacht habe, eigentlich beende, aber. Naja, 2 Sekunden noch. Na gut, dann machen wir noch mal diese Runde. Vielleicht sind wir auch so gut, dass wir alle in 5 Sekunden hier unsere 25 Punkte kriegen. Die Map kenne ich mal wieder gar nicht. Wie dumm war das? So, den haben wir weg. Wie gesagt, ich kenne eigentlich überhaupt keine Maps hiervon. Die Axt war auch nicht sonderlich laut. Die Decke sein, das hat gar nicht, die geschickt hat. Oh, erster, aufgrund des Namens. Wer war das hier? Oh, da oben, wenn man sich da oben hinstellt, dann hat man natürlich Überblick über alle. Oder wenn man sich hier reinstellt, dann. Ah, das war verschossen. Und zwar, ich wollte nicht auf den Job, hallo. Und der Axt ist schon weg. So, der ist weg. Der Helm ist auch weg. Jetzt geht hier aber runter. Oh, die Map kenne ich sogar, glaube ich. Sogar doch. Oh, und Sambo ist wieder in der Runde mit drin. Und jetzt erster. Ich wollte sagen, erstmal nicht erster. Aber dann hat er 2 Kills gemacht. Wir können beide nicht treffen, das war auch geil. 1A. Wir beide einfach überhaupt nichts treffen. Erstmal so schön mit der Axt oder so, Mist, verschossen. Dann haben wir erstmal eingehalten. Ich glaube, der war nett zu mir. Ich glaube, der wusste, ich bin nicht so schnell in der Reaktion hier. Hat dann so gesagt, ja. Komm, du lass mal eine Chance, aber ne, ich glaube wohl kaum. Ich glaube, der war momentan so genauso verpeilt wie ich. Was auch schön ist, dass ich mal nicht der einzige Verpeilte hier auf dieser Map oder in diesem Spiel bin. Schade, das war Sombo wieder. Läuft doch super, wenn er nur wegläuft, macht auch keinen Spaß. Ah, da kommt doch mal hier, super. Oh, und der trifft mich natürlich genau. Oh, was für ein Pech kann man haben. Jetzt müssen wir langsam aufpassen, dass wir nicht ganz schnell wieder abrutschen, weil die Punkte, es trennen uns immer wirklich wieder nur einen Punkt. Also. Ja, das meine ich. Na, wobei. Na, vielleicht, wenn man stirbt, gar keinen Punkt abzug. Ich weiß es nicht. Ich habe das mal. Wie damals war es auch irgendwie ganz anders. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, damals gab es nicht mal einen Shop oder so. Auf jeden Fall. Hab ich das auch ewig nicht mehr gespielt. Kommen jetzt von allen Seiten wieder die Explosion. Komm, allein durch Explosion, die jemanden tötet. Das ist auch toll. Oh, den haben wir. Den haben wir auch. Jetzt bin ich eine. Axt. Aber schade. Aber besser als nichts. Ich meine, zweimal hintereinander gefühlt das immerhin schon mal was. Ah, doch, die Map, ja doch, die kenne ich natürlich. So. Ja, wie gesagt, PvP mit Turtle EP Teil 2. Und wenn nur noch 3 Teile kommen, dann demnächst. Wenn er auch wieder Zeit hat. Aber wir wollten das jetzt eigentlich natürlich erst geplant, war so miteinander die Teile weg, aber haben wir uns dann doch so entschieden. Beziehungsweise habe ich jetzt einfach entschieden, das jetzt doch so ein bisschen aufteilen, damit ihr nicht so ewig auf das nächste Video warten müsst. Ja, das Tadamaru-Wurme. Tatsamimaru, komm. Das bedeutet eine Rache.
Axt, glaube ich, nicht in der Nähe. So. 7 Emeralds. Ein bisschen mehr für eine Rüstung. 10 kostet so eine Rüstung. Wie wir eben erfahren haben. Also eine Rüstung ist echt. Und so kann jetzt der Pfeil von links. Ah, Mann. So schnell sind wir wieder abgesunken auf dem 4. Platz. Ich glaube, da müssen wir uns noch ein wenig hocharbeiten. Bisschen Zeit haben wir noch. Sombo ist wieder mal erster, aber auch momentan nur bei 11 Punkten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Zumindest so auf dem 3. Platz. Sind wir schon 5. Das ist natürlich tragisch. Schade. Eher schon so auf ein Zielen und dann sneaken da. Oh, jetzt ist mein Minecraft kleiner geworden. Jetzt muss ich kurz schauen. Ja. Ich glaube, jetzt ist die Aufnahme gleich kaputt. Deswegen werde ich kurz eine neue starten. Okay, da sind wir wieder. Ich hoffe, jetzt klappt wieder alles. Weil mit Halbwecker habe ich einfach ewig nicht mehr gearbeitet. Und es kann jetzt einfach sein, dass die Aufnahme nur so halb ist oder so. Das ist natürlich auch immer praktisch dann. Und wenn ich mich jetzt wirklich verpeilt habe, ist auch die ganze erste Aufnahme, bevor jetzt mein Minecraft verrutscht ist, nur halb drauf. Das wäre natürlich praktisch. Mal gucken, was ich dann. Boah, jetzt hat's gelernt. Mal gucken, was ich dann machen würde. Muss ich nochmal gucken, aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus. Wir gehen mal hier vom Best Case aus und nicht vom Worst Case. Oder schön davon ausgehen, dass alles so ist, wie es sein soll. Die Aufnahme gleich einfach in Ruhe schneiden kann. Und dann einfach ohne Probleme. Es leckt schon wieder so. Einfach das Video ganz normal rausbringen kann. Vielleicht einmal nur ein bisschen langsamer gehen. Vielleicht klappt das ja dann. Wenn ich jetzt nicht so springe und renne. So, vielleicht geht das wieder. Nee. Dieser Bug nervt wirklich. Einfach nicht gut. Ja, ich konnte jetzt auch nicht wirklich ausweichen. Nach dem Killer geht's dann eigentlich immer wieder. Und wie einfach daneben. Oh meine Güte, das ist ja schon wieder vorletzter Platz. Sombra hat 18. Aber noch nicht wirklich weitergekommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich wirklich die Aufnahme drauf ist, weil sonst wäre auch die gute erste Runde, dass ich ja so stolz bin momentan. Sonst wäre die gute erste Runde weg und das wäre ja sehr schade. Okay. Das war schlau, jetzt in den Shop zu gehen, wenn da vorne ein Gegner kommt. So, der ist schon mal weg. Und das war gefährlich. Das war auch nicht nur gefährlich, das war einfach dumm. Ich sehe auch, da vorne ist ein Gegner. Was machen wir? Alle in den Shop gehen. Gibt ja nichts Schöneres als da zu stehen. So gefühlt AFK zu stehen für den Gegner. Ja, wenn der gerade kommt und dann umbringen möchte. Ah, zum Glück haben wir die Katastrophe nochmal abgewendet. Das war ja zu schön gewesen und schon wieder vorletzter Platz, beziehungsweise immer noch. Ach ja, ich bin einfach nicht geboren für das Spiel. Ihr merkt eigentlich, bin ich für so ziemlich wenige Spiele geboren, aber es macht mir Spaß. Ich hoffe, dieser Spaß kommt auch auf euch rüber, wenn ihr das Video schaut. Ah, da war natürlich verschossen. So, weg mit dir. Ah, über diese Explosionen, die machen einen wahnsinnig mit der Zeit. Ach, Ruhe. Das ist dann aber auch echt komisch, wenn er auf einmal mit der Ruhe einkehrt. So. Mann, warum haben die alle ihre Äxte noch?
Ich meine auch, wir müssen ja nicht sterben. Nur, wenn man mit einer Ex durch eine Axt getötet wird, dann zieht einem das so viele Punkte ab. Das ist... Nein! Es ist nicht an der Wand abgeprallt. Meine Axt hier, das war jetzt... Das war echt, das war... Oh. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dass jetzt einfach die Axt an der Wand abgeprallt ist. Was so einen schönen Schlenker gemacht hat. Ich hätte ihn wahrscheinlich bekommen. Getroffen, aber... Das Spiel dachte sich, nö. Ja, und jetzt funktioniert es natürlich nicht mehr, weil er jetzt weiß, was ich von ihm will. Das Spiel hat sich natürlich jetzt gedacht, nö. Warum sollen wir Simua hier ihn treffen lassen? Man hat doch eh nichts zu verlieren, oder wie? Naja. So, dann den nächsten Gegner hier wieder. Das prallt bitte nicht hier alle weiter ab. Das war natürlich jetzt eine unglückliche Situation. Jetzt will ich aber echt mal den Haus töten. Das geht ja so nicht mehr weiter. Allein für mein Selbstwertgefühl muss ich ihn aber in diesem Haus treffen. Ich meine, der bewegt sich nicht, der steht da einfach rum. Aber, und ich treffe ihn nicht. Ist echt schon doof. Ich weiß natürlich nicht, wo das Haus ist. Ich habe auch eine Orientierung wie Sau. Wie so ein kaputter Kompass oder so ein kaputtes Navi. Genau so könnte man meine Orientierung beschreiben. So, jetzt haben die aber wieder alle nur 14 Punkte. Meine Güte, dass es so eine lange Runde hier wird, hätte ich nicht gedacht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das wollte ich auch eigentlich nicht. Naja, machen wir sie zu Ende. Schlimmste ist nämlich lieben. Wobei es hierbei noch so eingegangen. Komm, jetzt machen wir das gleiche doch mal hier. Ja, bei einem Teamspiel ist einfach lieben das Bescheuertste. Wenn man dann das Team einfach verlässt. Aber hier wäre ich ja ein jeder gegen jeden. Aber was soll das zu leften hier? Bei so einem guten Spiel. Naja, letzter Platz. Ich weiß nicht, was da so gut ist. Fragt nicht. Nicht fragen. Nein, einfach nicht fragen. Ruhig. Bitte. Da. Nein. Denk gar nicht dran, irgendwas zu sagen. Einfach nicht dran denken. Nein. Nein. Ruhe. Meine Güte, was habe ich so getan? Was habe ich nur getan? Was war das denn für ein Lamer? Tod, den ich da erlitten habe. Hat dir in den Augen wehgetan. Also wenn ihr irgendwie gerne Augenschmerzen habt, was ich schon, ja. Und so haben wir schon wieder gewonnen. Das ist echt ein super Spieler. Und jetzt sage ich wirklich, bis zum nächsten Video. Tschüss.